Das Einsatzjahr 2018 hat die Feuerwehr Krems aufgrund einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Einsatzleistungen gefordert. Mit 912 Einsätzen wurde der bisherige absolute Rekord gebrochen. In mancher Beziehung zeichnet sich aber eine gewisse Anspannung ab. Neben 5 böswilligen Täuschungsalarmen wurde die Feuerwehr weitere 88 Mal zu Fehlalarmen gerufen. Wer im guten Glauben die Feuerwehr ruft, dem ist kein Vorwurf zu machen. Vorwürfe müssen sich hingegen die Betreiber von manch automatischer Brandmeldeanlage gefallen lassen. Insgesamt 144 Mal mussten die ehrenamtlichen Helfer zur Nachschau bei derartigen Fällen ausrücken. Wir müssen die hohe Rate an Fehlalarmen reduzieren. Interventionsschaltungen sind hier der falsche Weg. Die Fehlererkennung muss durch geeignete technische Maßnahmen reduziert werden. Viele Brände werden aber erst entdeckt, wenn größerer Schaden eingetreten ist. In 104 Fällen intervenierten die Kremser Feuerwehrleute bei Brandeinsätzen. Die Aufteilung zwischen Wohngebäuden und Gewerbe hielt sich die Waage. Die meisten Brände konnten in der Entstehungsphase abgelöscht werden. Nur in 7 Fällen war eine größere Brandausbreitung gegeben. Der wirtschaftliche Schaden hielt sich dadurch in Grenzen. Die polizeiliche Beschau im dichten verbauten Gebiet ist einfach eine unverzichtbare Gelegenheit, dass sich hier Eigentümer, die Feuerwehr und die Rauchfangkehrer gemeinsam bemühen, eine Grundlage schaffen, damit einerseits das Brandrisiko reduziert wird und die Sicherheit erhöht wird. Die Anzahl der Türöffnungen bei Gefahr im Verzug ist weiterhin steigend. Einer älter werdenden Wohnbevölkerung geschuldet, gibt es immer mehr Menschen, die in ihren eigenen 4 Wänden im Alter betreut werden können. Doch steigt hier auch die Wahrscheinlichkeit von medizinischen Notfällen. 2018 wurden 88 derartige Türöffnungen im Stadtgebiet verzeichnet. Diesem Umstand wird seitens der Ausbildung Rechnung getragen. Es wurde ein spezieller Türsimulator angekauft. Andererseits sind alle Fahrzeuge mit Halligan-Tools und Tinkerbell-Türrahmen ausgestattet worden. Die relativ hohe Anzahl an Totbergungen ist gerade für die neu im Einsatzdienst stehenden Mitglieder oftmals eine Belastung. Man kann oft nicht einmal mehr darüber sprechen, weil einfach die Zeit nicht dazu gegeben ist. Wir versuchen aber hier aktiv Gefühle zuzulassen und fordern gegebenenfalls auch Feuerwehrpeers für unsere Mitglieder an. Das Hauptgewicht lag aber weiterhin bei den technischen Einsätzen. Verkehrsunfälle, PKW- oder LKW-Bergungen, Ölspurbeseitigungen und Sturmeinsätze beschäftigten die Männer und Frauen des aktiven Dienstes das ganze Jahr hindurch. Der absolute Schwerpunkttag war der 12. Juni. Hier waren an einem einzigen Tag mehr als 100 Einsätze zu verzeichnen. Auslöser war eine Sturmfront, die sich direkt über dem Altstadtgebiet von Krems entladen hat. Die Bezirksalarmzentrale hatte gemeinsam mit den Zentralen in Amstetten und Mödling alle Hände voll zu tun, die zahlreichen Anrufe aufzunehmen. Konsequent wurden alle Kremser Feuerwachen alarmiert und ins Zentrum beordert. Koordiniert wurde eine Einsatzadresse nach der anderen abgearbeitet. 120 Feuerwehrmitglieder waren bis Mitternacht im Einsatz. Die Anzahl an Verkehrsunfällen mit schwerverletzten oder eingeklemmten Personen ist weiterhin rückläufig. Die hochgezüchtete Fahrgastzellentechnik zeigt sich hier deutlich. Die verunfallten PKW sind aber in vielen Fällen nicht mehr fahrtüchtig. Hier wurde folgerichtig ein gebrauchtes Wechselladefahrzeug zur Ergänzung im Fuhrpark angeschafft. Die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwachen ist unverzichtbar. Durch die weiter fortschreitende Angleichung der Ausrüstung wird dies immer einfacher. Sowohl im Brandeinsatz, wo größere Zahlen an Atemschutzgeräteträgern benötigt werden, als auch im technischen Einsatz, wo Gerätschaften konzentriert werden müssen, bewährt sich das System der Feuerwachen. Die Männer und Frauen der 8 Feuerwachen haben 2018 erneut gezeigt, dass sie zu den schlagkräftigsten Feuerwehren überhaupt zählen. Sie haben dies mit Mut, Disziplin und Kameradschaft täglich im Einsatzdienst bewiesen. Die 350 aktiven Mitglieder der Kremser Feuerwachen sind täglich im Einsatz. Unentgeltlich, ehrenamtlich und freiwillig.